Hallo Leute, willkommen hier bei Createx Colors. Ich bin Markus Eisenhut und ich zeige euch heute ein bisschen was zum Verdünnen der Wicked Colors und zur richtigen Einstellung des Drucks. Ja, so, also in den letzten 10 Jahren hat sich ja Airbrush-farbentechnisch eine Menge getan. Die Createx-Farben sind halt sehr hoch pigmentiert. Wenn ich jetzt, also die sind nicht so wässrig wie andere Farben, sie sind sehr dick. Wenn ich jetzt hier einen Druck von 1,5 Bar oder 2 Bar eingestellt habe, dann haben wir damit nicht viel Freude. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier Wicked Detail Black. Das mache ich jetzt hier pur in meiner Pistole. Und das Ganze bei 1,5 Bar, ja, sieht man schon, wie gerade im feinen Bereich die Farbe einfach nur abreißt. Ja, auch wenn man ein bisschen gröber zerstäubt, sieht man, dass das einfach zu wenig Druck ist. Ich drehe das jetzt mal hoch, hier auf 3,5 Bar, so arbeite ich immer, 3,5 Bar. Ja, und wenn ich jetzt sehe, hier auch im feinen Bereich, das funktioniert schon viel, viel besser. Und by the way, die Farbe ist unverdünnt. Jetzt benutzen wir hier mal Illustration Sepia. Die Illustration Farben sind natürlich deutlich dünner als die Wicked Farben. Ich mache jetzt hier auch mal pur einfach ein paar Tropfen rein. Bei 3,5 Bar, mein MagWave ist komplett auf. Ja. Und ihr seht, die Farbe läuft super. Ja. Also richtig schön geschmeidig, schöne Linien, die Farbe reißt nicht ab. Jetzt kann ich hier an meinem MagWave sogar die Durchflussmenge der Luft noch ein bisschen reduzieren. Kann es ganz weit runterdrehen. Das mache ich mal, so dass man kaum noch was hört. Ja, und dann kann ich hier auch sehr fein mitarbeiten. Und wie gesagt, ne, die Farbe ist unverdünnt. So, jetzt ein bisschen was zur Verdünnung. Ne? Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen von dem Wicked Detail Black hier rein und verdünne das Ganze mit 5-10% 4011 Reducer, ja, der Standard Reducer. Einfach hier ein bisschen was rein, rühre das Ganze um, richtig schön umrühren. Das Ganze lasse ich jetzt 15 Minuten stehen und dann zeige ich euch, wie schön die verdünnte Farbe jetzt dann sprüht. Hier haben wir jetzt unsere verdünnte Farbe. Ne, schön dünn, fertig zum Sprühen. Davon fülle ich jetzt ein bisschen was in meine Airbrush und gucke mir mal an, wie das Ganze sprüht. Ja, das funktioniert schon sehr gut. Ich kann jetzt hier auch meine Luftdurchflussmenge ein bisschen reduzieren, hier an meinem MagWave. Ja, wenn ich ein bisschen feiner arbeiten kann. Ich kann jetzt zusätzlich auch, wenn die Wicked Farben einmal verdünnt sind und die Wartezeit einmal eingehalten wurde, ja, dann kann ich auch mir den Reducer nehmen und kann im Becher noch ein bisschen nachverdünnen. Ja, und blubber das Ganze hier durch. Ja, immer warten, dass das weg ist, weil das wollen wir nicht auf unserem Malgrund. Im besten Fall Deckel drauf. Ja, und jetzt die Farbe noch dünner. Und wenn ich jetzt sehr detailliert malen will, ja, funktioniert super. Wie gesagt, große Druckeinstellung am Kompressor, 3,5 Bar. Hier bei einer verdünnten Farbe die Luftdurchflussmenge ein bisschen reduzieren für sehr extreme Details. Nochmal zurück zu der Illustration-Serie, werde ich auch immer gefragt. Die braucht ihr nicht vorverdünnen, ja, die sind schon so fließfähig. Ich sprühe die am liebsten pur und wenn ich sie doch verdünnen muss, ja, könnt ihr auch, mache ich mal 4 Tropfen rein und mache da einfach mal 2 Tropfen 4011 und dann blubber ich das Ganze durch, sprühe das nochmal kurz durch und dann kann ich aber bei einer verdünnten Farbe gerade die Illustration, die ja eh schon sehr dünn ist, kann ich hier richtig schön runtergehen. Und genau so male ich meine Details. Okay, das sind die Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden. Ja? Wie kriegst du die Farben pur durch deine Pistole, gerade durch eine Micron? Und
Wie verdünne ich die Farben richtig? So, also, wir haben Druck hochdrehen, 3,5 Bar. Farben richtig verdünnen, ja, stehen lassen, 15 Minuten, nochmal umrühren, rein in die Pistole. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ich bin Markus Eisenhut bei Createx Colors. Bis zum nächsten Mal.